Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Es ist mal wieder Zeit für eine Konferenz, die feiert ihr aktuell ganz gut ab. Deswegen ja, investiere ich ein bisschen mehr Zeit rein. Und dann gibt es eben die Konferenz, das mit den Timelinks wisst ihr ja, die werden hier eingeblendet. Dann findet ihr genau das, wonach ihr sucht. Ansonsten danke fürs Einschalten. Wir schauen jetzt Hoffenheim gegen Augsburg und viel Spaß. Normalerweise ist es nicht so schlecht, nur einen Platz hinter den Bayern zu stehen. Aktuell jedoch bedeutet das für Hoffenheim nur Platz 8. Der FC Augsburg konnte 2:1 gewinnen, zuletzt gegen den ersten FSV Mainz 05. Musste aber aufpassen, hier nicht früh in Rückstand zu geraten. Riesenchance für Bebu und im Nachschuss noch Baumgartner, der den Ball dann nicht unter Kontrolle bekommt. Das hätte schon sein können. Kubek in den letzten Wochen hart gescholten. Kann hier mal etwas Selbstbewusstsein tanken. Die Fuggerstädter brauchten nicht lange, um ins Spiel zu kommen. Dann auch nach vorne unterwegs. André Hahn nach Sperre zurückschickt. Philipp Max, der hat die optimale Flanke. In der Mitte läuft Fredrik Jensen an den richtigen Ort und hält nur noch den Fuß hin. 15. Minute, das 1:0 für die Gäste, die hier wirklich gut mitspielten. Hoffenheim war dominant, aber lag eben hinten. Vor dem Seitenwechsel nochmal eine Chance. Udoukay kann den Ball nicht klären. Bayer auch ungenau. Doch es ging mit diesem 0:1 in die Pause, weil der Schuss hier doch recht deutlich vorbeigeht. Etwas glücklich unter dem Strich dieser Führungstreffer aus der 15. Minute für Augsburg, aber Hoffenheim versäumt es eben, die optische Überlegenheit in Tore auch umzumünzen. Zweiter Durchgang, ähnliches Bild, Hoffenheim weiterhin besser. Robert Skor zieht in den Strafraum ein. Grilic mit der Übersicht und Bebu. Spätestens jetzt hätte er es machen müssen. Schon zu Beginn der ersten Halbzeit diese Riesenchance gehabt, scheitert hier wieder an Kubek. Schlussphase, keine Viertelstunde mehr zu spielen. Bebu mit viel Platz über die rechte Außenbahn. Das kann Augsburgs Trainer Schmidt nicht gefallen. Es wird bestraft. 79. Minute, Christoph Baumgartner mit dem 1:1. Hochverdient mittlerweile, diesmal ist Kubek ohne eine Chance. Die Schröder-Elf wollte mehr, Robert Sko ein paar Übersteiger, dann sieht er Florian Grilic, der wieder mit einem guten Gedanken, Baumgartner an den Pfosten, im Nachschuss sitzt der Ball. Erste Minute der Nachspielzeit, Hoffenheim dreht spät diese Partie und sichert sich doch noch den Dreier, der über 90 Minuten gesehen auch in Ordnung geht. Augsburg spielte nicht schlecht mit, aber hatte weniger Spielanteile, muss sich hier nach Führung am Freitagabend am Ende doch geschlagen geben. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz. Wir beginnen in München. Da ist der SV Werder Bremen zu Gast und beide Mannschaften sind krisengebeutelt. Beim SVW wiegt das Ganze gefühlt noch etwas schwerer. Man muss aufpassen, nicht wirklich komplett unten reinzurutschen. Der FC Bayern München steht auf Rang 7 und das ist natürlich nicht der Anspruch. Eben auch, weil er, Robert Lewandowski, seit 3 Partien nicht mehr getroffen hat. Gespannt sind wir alle mal, aber das sieht auch in Paderborn ganz ähnlich aus. Definitiv das Duell zweier Aufsteiger. Union hatte im letzten Duell gegen den 1. FC Köln schon die Oberhand erlangen können. Gegen den SC Paderborn wird es aktuell aber etwas schwieriger, denn der SCP ist auf einem aufsteigenden Ast. Die letzten 3 Spiele konnten sie immer gut gestalten. Zuletzt gewannen sie dann auch mal wieder mit 1:0 beim SV Werder Bremen. Also auch hier ist Spannung garantiert. Das sind die Eindrücke aus der Benziler Arena und damit wollen wir eine Station weitergehen. Landen in Köln beim Derby gegen Bayer 04 Leverkusen. Und da ist die Frage immer gestellt, kann man das als vollwertiges Derby zählen?
wir nehmen es einfach mal so an. Der 1. FC Köln sollte es vielleicht auch so annehmen, denn da kann man Kräfte bündeln und vielleicht auch ausspielen, um den Favoriten aus Leverkusen zu schlagen. Auch da gilt es erstmal aus Bosch-Sicht, die gute Partie vom letzten Wochenende gegen Schalke mitzunehmen und den Dreier einzufahren. Gleiches gilt für Borussia Dortmund. Der 1. FSV Mainz 05 empfängt die schwarz-gelbe Borussia. Lucien Favre konnte sich Luft verschaffen durch 2 Siege in Folge. Das 5:0 gegen Düsseldorf war dann letzten Endes auch richtig überzeugend. Davor 2:1 in Berlin, und apropos Berlin, da schauen wir jetzt auch noch in das 5. Spiel der Konferenz. Und wie es in der Hauptstadt so ist, dauert es hier etwas mit dem Einlaufen. Man kommt gerade so langsam auf das Feld. Kraft weiterhin im Tor, die Dreierkette steht. Jürgen Klinsmann steht vor einer erheblichen Aufgabe. Ein Punkt nach 2 Spielen. Heute gegen Freiburg wird es nicht leichter, und dennoch ist er zum Siegen verdammt. Der SCF ist gut drauf und wird es der Hertha nicht einfach machen. Beginnen wir die Konferenz in München. Der Ball rollt hier zuerst. Bayern in den roten Trikots von links nach rechts in den ersten 45 Minuten. Werder Bremen, wie gesagt, muss hier abliefern. Aber es ist mit dem Schlimmsten zu rechnen aus der Sicht von Florian Kohfeldt und seinen Verantwortlichen. Doch mutig waren sie immer, die Bremer, wenn sie hier in München aufgetreten sind. Zumindest unter Kohfeldt. Jetzt möchte man hier den Favoriten ärgern, bei dem es auch aktuell nicht ganz rund läuft. Goretzka versucht es mal aus der zweiten Reihe, Moisander ist aber dazwischen, und es wird vermutlich viel in diese Richtung gehen. Wir schauen nochmal drauf, wenn hier nichts Zwingendes wird, dann schauen wir erstmal weiter. Das tun wir. Der SC Paderborn kommt eigentlich gar nicht schlecht rein, jetzt aber ein Fehlpass von Ben Solinski, der da Jans nicht richtig mitnehmen kann. Doch der SCP bleibt vorne dran. Das 1:0 gegen Bremen, das hat Schub gegeben. Man hat den letzten Tabellenplatz verlassen können. Das war auch auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen für sich selbst, dass noch einiges möglich ist. Aber den Sieg könnten sie heute gegen Union Berlin vergolden oder auch etwas versauen, wenn sie hier verlieren sollten. Union Berlin kommt jetzt über die linke Außenbahn. Der Ball aber zu lang. Nicht zu erreichen, so hat Zingerle das Ding ohne Probleme zwischen den Fingern. Weiter Ball. Die große Torschance. Tor in München. Erwarten wir noch. Das erste Tor in der Konferenz haben wir jetzt. Das 1:0 für die Bayern. Leon Goretzka schlägt zu und trifft Bremen mitten ins Herz. Verdiente Führung, die Spielanteile gingen hier klar bislang an den FCB, soweit man das schon beurteilen konnte. Lewandowski leitet es ein, Thiago hat die Übersicht, schiebt den Ball quer durch den 16er und Goretzka hält den linken Fuß hin. Für Pavlenka ist da nichts mehr zu halten und Bremen läuft jetzt mal früher einem Rückstand hinterher. Vielleicht hilft das auch, um hier aufzuwachen. Bislang war das noch nicht so viel, was man sehen konnte. 11 Minuten gespielt. Bayern führt mit 1:0. Wir waren hier schon zweimal. Deswegen wollen wir in der Station weitergehen. Spring ins Rhein-Energiestadion. Borno klärt den Ball zum Eckstoß. Bei den Kölnern läuft es nicht. So einfach kann man die Situation ausdrücken. Man hat den Trainer gewechselt. Markus Gisdol ist da. Aber der Erfolg bleibt noch aus. Vielleicht sollte man ihm noch etwas mehr Zeit lassen. Die Anfangsphase hier sieht noch nicht ganz so gut aus. Leverkusen macht auch ordentlich Druck. Kai Havertz jetzt mal mit dem Kopfball. Wirklich gefährlich wird es nicht. Doch die Richtung zumindest stimmt schon mal bei den in schwarz-rot gekleideten Gästen. Der 1. FC Köln muss sich hier einfach reinfighten. Das dürfte die Devise sein. Spielerisch hält man auf keinen Fall mit Leverkusen. Aber wenn ein Ball vorne reinrutscht, dann können hier die Kräfte der Kölner Arena
entfacht werden. Doch der Ball kommt postwendend zurück. Julian Baumgartlinger verschafft sich erstmal Übersicht. Tor in Berlin. Alario. Dann schnell nach Berlin. Die Gäste führen. Lukas Söller in der 13. Minute mit dem 1:0. Es sieht düster aus bei der Hertha. Gegen Dortmund zu Hause zwei recht frühe Treffer kassiert. Jetzt der nächste. Keine Viertelstunde gespielt. Thomas Kraft ist chancenlos. Und Klinsmann und der Druck. Aktuell steigert sich das Ganze in die Höhe. Man wird nicht zufriedener im Olympiastadion. Die Gäste führen. Wir halten sie natürlich auf dem Laufenden. Gehen jetzt erstmal weiter. Der BVB liefert eine gute Partie ab und kommt gerade. Robin Zentner mit der Parade. Gut von Brandt aufgelegt. Marco Reus etwas zu zentral getreten, dieser Ball. Aber ein sehr guter Auftritt der Favre 11 aktuell. Eckball von der rechten Seite. Saint-Just zunächst dazwischen. Doch der BVB bleibt drin in der Szene. Der erste FSV Mainz 05 verpasst es, rechtzeitig rauszurücken. Steht jetzt wieder hinten am eigenen 16er. Sogar im eigenen 16er. Dadurch die Räume natürlich auch eng, aber nochmal der BVB, Reus, Weigel im Zusammenspiel. Jetzt haben sie endlich einen Fuß dazwischen, aber klären es auch wieder überhastet. Barrero haut den Ball einfach ins Seiten aus. So kann man diesem Druck dauerhaft sicherlich nicht standhalten. Julian Brandt. Und Marco Reus jetzt im Abseits. Ist schwer hier durchzukommen für den BVB. Aber irgendwann werden sie es vermutlich schaffen. Von Tor in München. Eindeutig mehr kommen. Der nächste Treffer in München, den schauen wir uns natürlich an. 19. Minute. 2:0 für den FC Bayern München. Und jetzt trifft auch der Pole wieder. Robert Lewandowski schlägt zu. Schickes Tor. Und der SV Werder Bremen muss aufpassen, dass es hier nicht ganz bitter wird. Dass man sich nicht das Torverhältnis verhagelt. Keine 20 Minuten von der Uhr, zwei Treffer im Rückstand. Leichter wird es auf jeden Fall nicht. Die Entscheidung ist es natürlich auch nicht, aber wir dürfen gespannt sein. Schauen jetzt erstmal weiter. Auch hier knapp von der Uhr. Union Berlin, die tendenziell etwas bessere Mannschaft. Ingwarzen nimmt Trimmel mit. Da ist Sebastian Polter und der schießt ein. 22. Minute. Die tendenziell etwas bessere Mannschaft schlägt zu. Ballgewinn im Mittelfeld. Ingwarzen legt den Ball raus. Trimmel mit der Lupferflanke und Polter nimmt ihn direkt. Schön gemacht. Zingerle steht nicht ganz glücklich da. Kein Abseits und so steht es nach 22 Spielminuten 1:0 für die Gäste. SC Paderborn, jetzt in Not. Zumindest ein Punkt sollte hier heute drin sein. Sonst war der Dreier gegen Bremen nicht viel wert. Aber Union macht es auch gut. Kai Pröger, Probleme mit der Ballannahme, war auch nicht einfach zu nehmen, aber vielleicht nutzt man da das nächste Mal auch den rechten Schlappen und nicht den linken Außenriss. Sei mal so dahingestellt. Schauen wir nochmal drauf. Mamba zu Linsky. Nicht verkehrt. Paderborn will gleich antworten. Sehr gute Reaktion. Also, hier steht's 0:1. Wir schauen weiter. Leverkusen kommt. Baumgartlinger zu Karim Bellerabi. Bono. Bono geht nicht rauf. Und Bellerabi schlägt zu. Eiskalt.
Eiskalter Konter. Borno als einziger da. Horn und Borno müssen sich auch auf Valerio in der Mitte konzentrieren. Machen das auch. Schauen dann nur halbherzig zu Bellerabi. Und dann geht er auch noch knapp über den Arm von Timo Horn hinweg. An guten Tagen ist das einer für Timo Horn. Zumindest in guten Situationen. Das ist jetzt natürlich ein herber Rückschlag für den ersten FC Köln. Man kam besser rein, hatte eine gute Chance durch Simon Terodde. Aber man liegt zurück. Das ist eben das Los des jetzt wieder Tabellenletzten. Mit dem 0:0 wären sie an Paderborn vorbei gewesen. Und der nächste Konter läuft. Alario, Probleme in der Ballmitnahme, trotzdem macht das dann gut. Leon Bailey, Tor an Paderborn. Die Situation. Ab nach Paderborn. Der Ausgleich. Die gute Phase nach dem 0:1 nutzt der SC Paderborn in Person von Streli Mamba. Kein Abseits. Haut den Ball unten rechts rein. Giekiewicz erreicht ihn nicht mehr. Die Partie ist also wieder vollkommen offen. SC Paderborn 1, Union Berlin 1. Gute Konferenz, jetzt schon nach einer knappen halben Stunde. Und auch der BVB ist dran hier, einen Treffer zu erzielen. Jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit, vom Gefühl her. Weigel, Brandt kommt aber nicht durch. Julian Weigel nochmal raus zu Hakimi. Tor in Köln, ab nach Köln. Jetzt geht Schlag auf Schlag. Das 1:1. 33. Minute, was für eine Erlösung. Kingsley Ezebue, heute als Rechtsaußen aufgeboten. Nominell ja eigentlich rechter Verteidiger. Also wie in Paderborn hier das 1:1. Wir wollen aber schnell zurück nach Mainz. Wie gesagt, der BVB schnuppert. Brandt, Thorgan Hazard und jetzt muss er es machen und er macht es. 36. Spielminute. Das hochverdiente 1:0 für die Gäste. Bayer Lorzer und Co. vollkommen überfordert. Hazard bleibt cool vor Robin Zentner, für den ist nichts mehr zu halten. Aber die Spielidee vom ersten FSV Mainz 05 scheint mir als Laien hier noch etwas undeutlich. Sich nur hinten reinstellen und auf Konter zu lauern, das kann in dieser Art und Weise, wie es hier umgesetzt wird, nicht gut gehen. Und damit das 0:1 mehr als überfällig. Nun kommen noch individuelle Fehler dazu. Der BVB drückt aufs Zweite. Reus. Brandt, Weigel kommt nicht durch. Barreiro klärt. Wir gehen zur nächsten Station. Was die Hertha hier macht, ist interessant. Beschreiben wir es mal so. Der SC Freiburg liefert wieder eine richtig gute Partie ab. Macht genau das, was man hier machen muss. Nicht mehr, nicht weniger. Hertha ist überfordert. Rekik dazwischen. Die Reaktion auf das 0:1 vermisst man hier immer noch. Und das wird vermutlich bis zur Pause nicht besser. Wir gehen nochmal weiter. Milot Rashica kommt und geht an. Jetzt vielleicht mal die erste Offensivaktion. Und so verpufft sie. Rashica spielt Kimmich den Ball in den Fuß. Das ist natürlich problematisch, wenn man hinten liegt.
Folge Tor in Berlin. 2:0. Zurück nach Berlin. Auweia, Hertha BSC. Und hören Sie sich das an. Sie werden ausgepfiffen. Nils Petersen schlägt zu, steht nicht im Abseits. Bleibt eiskalt vor Thomas Kraft und schießt zum 2:0 ein. Auf der einen Seite positiv herauszuheben für die Hertha. Sie haben noch 45 Minuten Zeit, das zu korrigieren. Aber auf der anderen Seite fehlt aktuell die Fantasie, wie das funktionieren soll. Der SC Freiburg auch nicht dafür bekannt, 2:0 Führungen noch aus der Hand zu geben. Zumindest nicht, wenn keine Gegenwehr herrscht. Hier ist Halbzeit, weil wir am spätesten angefangen haben, ist das in den anderen Stadien auch der Fall. Wir schauen in der Pause einmal auf alle Ergebnisse. Aber das könnte für Klinsmann noch ziemlich ungemütlich werden. Freiburg führt hier in der Hauptstadt hochverdient mit 2:0. Jo, das ist erstmal die Halbzeit. Ihr seht die Ergebnisse im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also, wenn es euch gefällt, würde ich mich darüber natürlich freuen. Ansonsten gar nicht viel Rumgelaber. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit und es fallen nochmal einige Tore. Freut euch drauf und nochmal danke fürs Reinschalten. Wir starten die zweite Halbzeit in Paderborn in der 22. Minute gegen Paderborn in Rückstand durch Sebastian Polter. Aber Strelli Mamba konnte das dann ausgleichen, 8 Minuten später in der 30. Zwei Tore haben wir hier gesehen. Es ist völlig offen, was im zweiten Durchgang passiert. Und so gespannt und so erfreut blicken wir dann auf das, was hier noch geschehen mag. Paderborn jetzt in blau-schwarz von rechts nach links. Union verteidigt das linke Gehäuse. Teilweise von Ungenauigkeiten geprägt. Man merkt, dass hier nicht die Creme de la Creme auf dem Feld steht. Aber Einsatz ist auf jeden Fall da. Spielkultur kommt immer mal wieder auf. Aber es ist noch nicht eben hochklassig. Trotzdem fantasierend oder fantasieerreichend ist das hier auf jeden Fall. Polter kommt nicht durch. Jasula klärt's. Das sind die ersten Eindrücke von hier. Wir schauen weiter. Sind in Köln. Der erste FC findet hier besser rein. Verstrate. Der Ball aber zu Terodde etwas ungenau. Und Leverkusen versucht es über schnelle Gegenangriffe. Jetzt verläuft sich das hier gerade etwas im Sande. Aber dieses 1:1 hat Köln definitiv Auftrieb gegeben. Selbstbewusstsein scheint so langsam wieder aufzukeimen. Aber das dürfen sie sich natürlich nicht wieder einreißen. Baumgartlinger, Bailey, guter Ball zu Alario. Tor an Paderborn. Der an den Pfosten. Wir schauen nochmal drauf und dann das nächste Tor in Paderborn. Also ab in die Benteler Arena. Die Gäste gehen wieder in Führung und es ist wieder Sebastian Polter. Wird da gut in Szene gesetzt, macht's dann aber auch richtig gut und mit links schließt er dann trocken ab. Überwindet Singerle. Hier steht's 1:2. Wir schauen mal weiter. Der BVB, was für eine Chance! Jadon Sancho, was macht er denn da? Kann eigentlich direkt abdrücken, aber versucht noch den Mitspieler mitzunehmen. Nicht die beste Entscheidung, aber der BVB zeigt wieder, wo lang es geht hier. Und Sancho, wunderbare Aktion. Julian Brandt. Fehlt nur der Abschluss. Sancho mit der Flanke aufs Dach.
Aber Mainz findet nicht rein. Endlich wird gewechselt. Salai und Maxim kommen Tor rein. In Berlin. Vielleicht bringen die ein bisschen mehr. Und jetzt der dritte Treffer in der Hauptstadt. Es wird immer rabenschwärzer für die Hertha. 3:0 für Freiburg. Nils Petersen. Aus 16 Metern wuchtet er drauf. Rekig und Stark schmeißen sich rein, können aber überhaupt nichts verhindern. Auch Thomas Kraft erreicht den Ball nicht mehr. Und so steht es nach 59 Minuten 0:3. Die Partie ist nach menschlichem Ermessen gelesen. Entschieden und nicht mehr umkehrbar. Wie soll die Hertha hier 3 Tore erzielen? Es fehlen die Chancen. Nicht mal 3 hatten sie. Also selbst wenn jeder Schuss drin gewesen wäre, wäre man nicht auf Gleichstand aus. Darida, Luke Bakio, na endlich mal. Vielleicht brauchten sie das, aber dann kommt es deutlich zu spät. Luke Bakio gegen Flecken. Tor in Köln! Tor in Köln. Also. Die Gäste gehen in Führung. Julian Baumgartlinger. Der Pfostenschuss eben von Lucas Alario hat Leverkusen wieder wach geküsst. Und jetzt sticht Baumgartlinger zu. Unten links rein. Mitten ins Herz vom 1. FC Köln. Sie sind nicht schlecht gestartet in den zweiten Durchgang, liegen jetzt wieder zurück. Wir melden uns bei Gelegenheit. Schauen mal wieder in München vorbei, aber man verpasst hier tatsächlich nicht so viel. Der FC Bayern München hat einige Gänge zurückgeschaltet. Der SV Werder Bremen ist auf Schadensbegrenzung aus. Es scheint nicht so, als würde hier noch viel anbrennen. Vielleicht auch dadurch zu sehen, dass er hier dabei ist. Cuisance, natürlich nichts gegen ihn, aber Tor in Paderborn. Er ist dabei, das heißt einiges. Schnell nach Paderborn. 3:1, Markus Ingvartsen. In der 67. Spielminute geht Union Berlin das erste Mal mit 2 Toren in Führung. Zingerle komplett bedient. Erst eine super Parade von Zingerle, aber sie kriegen es nicht geklärt. Und dann ist das ein trockener, richtig guter Abschluss ins linke Eck. Unhaltbar für Zingerle. Die Gäste führen hier mit 3:1. Scheint so etwas wie die Vorentscheidung zu sein. Wir schauen mal weiter. Zurück in München. Vermutlich werden wir uns in der Schlussphase hier nicht mehr so lange aufhalten. Deswegen sind wir jetzt nochmal da. Aber Sie sehen's. Der SV Werder Bremen ist teilweise überfordert. Lewandowski kommt gegen Veljkovic nicht durch. Zumindest die Abwehr funktioniert jetzt besser. Auf Tore warten wir noch. Noch 20 Minuten hier zu spielen in Mainz. Der BVB sollte das 2. Tor erzielen, damit hier nichts mehr anbrennt. Denn ein Treffer ist schnell geschossen. Ein Fehler, eine Unachtsamkeit in der Defensive beim BVB. Und man reißt sich hier alles ein, was man sich über die etwas mehr als 70 Minuten erarbeitet hat. Hakimi. Flanke kommt nicht durch. Gibt's jetzt mal einen Elfmeter Konter. In Berlin. Ja, oder ein Elfmeter in Berlin. Ist interessanter. Die Chance zum Ehrentreffer besteht. Viertelstunde noch zu spielen. Gulde, klares Foul an Kalou. Die Beschwerden sind nicht sonderlich groß. Und Davy Selke hat die Chance, diesen Ehrentreffer zu erzielen. Selke
Luft den Ball an die Latte. Was macht er denn da? Unglaublich! Luke Bacchio rettet seinem Kumpanen da aus der Patsche. Wie kann man in so einer Situation so einen Elfmeter schießen? Dann darf er aus regeltechnischen Gründen nicht rangehen. Immerhin das weiß er einzuschätzen. Aber der Ernst der Lage scheint ihm wohl nicht bewusst. Luke Bacchio verhindert noch Schlimmeres. 76. Minute, 1:3. Was für ein Elfmeter. Es ist nicht zu fassen. Und pures Glück. Tor in Mainz, Selke. Und jetzt schnell nach Mainz. Da ist es endlich. Das 2:0 für den BVB. 78. Spielminute. Die Erlösung. Marco Reus schlägt zu. Dahoud legt das Ganze auf. Und Reus bleibt eiskalt. Lässt Sentner keine Chance. Platzierter, angedrehter Schuss. Und so steht es. Nach 77 Minuten. 2:0. Beim ersten FSV Mainz 05 kehrt die alltägliche Tristesse so langsam wieder ein. Nach 2 Siegen in Folge unter Bayer Lorza jetzt droht die zweite Niederlage. Aber wir schauen nochmal eine Station weiter. Kann Köln hier noch den Kopf aus der Schlinge ziehen? Die hätten es verdient, aber im zweiten Durchgang läuft es nicht mehr so gut. Zerode, vielleicht jetzt eine Kontersituation. Isibue zu Córdoba. Córdoba, sehr guter Ball zu Simon Terodde und da ist er. Da schlägt er zu. Der Ausgleich. '83. Spielminute. Der erste FC Köln kämpft sich wieder ran. Und das ist verdient. Leverkusen zu weit aufgerückt. Da schlagen sie sich ein Stück weit mit ihren eigenen Waffen. Aber überragend von Köln gekontert. Guter Ball von Córdoba. Starker Sprint. Guter Antritt von Terodde. Geht da an Bender vorbei. An Sven. Und so steht es hier 2:2. Geht jetzt vielleicht sogar noch mehr. Die Stimmung ist auf jeden Fall wieder da. Der erste FC Köln unter Markus Gisdol. Er lebt noch, so wie es scheint. Für Leverkusen wäre es auf jeden Fall zu wenig. Tor in Mainz. Tor in Mainz. Schauen wir uns nochmal an. Der erste FSV Mainz 05 scheint doch nochmal da zu sein. Robin Quaison mit dem 1:2. War sich der BVB jetzt doch zu sicher? Auch das Wort Vorentscheidung aus meinem Mund vielleicht ein Stück weit zu früh. Mainz ist wieder da. Wir melden uns. Spring nochmal nach Paderborn, aber hier dürfte es entschieden sein. Bülter legt sich den Ball etwas zu weit vor. Zingerle. Das muss das 4:1 sein. Vermutlich wird es aber nichts mehr ausmachen. Der SC Paderborn nach dem 1:3 etwas aus der Bahn geworfen. Kai Pröger nochmal über die rechte Seite. Aber das ist jetzt auch ungenau. Flanke, Schmiedebach dazwischen. Friedrich köpft das Ding raus und dann war's das. Paderborn verliert, aber das Interessante, Union gewinnt schon wieder. Wir nehmen die letzten Atemzüge hier in Köln noch mit. Köln ist stehen, K.O. Kann Leverkusen das nochmal ausnutzen? Arangis, der Ball kommt nicht durch.
In den anderen Stadien ist Schluss. Kann Köln hier nochmal was reißen? Nein, es ist vorbei. Aber es ist ein gutes Zeichen. Köln holt sich das 2:2. Nicht unverdient. Beenden wollen wir die Konferenz aber in Mainz. Der BVB rettet das 2:1 über die Ziellinie. Ist hochverdient. So spannend hätten sie es am Ende gar nicht mehr machen müssen. Aber es steht das Resultat und der Erfolg. Der BVB gewinnt 2:1 in Mainz. Das soll es für die Konferenz gewesen sein. Jetzt gibt es noch die Zusammenfassungen. Bleiben Sie unbedingt am Ball. Der SC Paderborn konnte sich vom letzten Tabellenplatz befreien. Mit 1:0 gewannen sie gegen den SV Werder Bremen. Aber der beste Aufsteiger diese Saison heißt Union Berlin, die nach dem nächsten Sieg weiterhin aus dem Tabellenmittelfeld grüßen können. Die erste Chance gehörte auch Eisern Union. In der 22. Minute sorgte Sebastian Polter mit einer schönen Direktabnahme schließlich für den Treffer. Wunderbar gemacht, Trimmel legt das Ganze vor. Halbe Stunde gespielt, der SC Paderborn aber gibt sich natürlich nicht auf. Jasula zu Streli, Mamba, Gikiewicz im kurzen Eck überrascht. Und der Führungstreffer war wieder egalisiert, der SC Paderborn mit dem Ausgleich. So ging es dann auch in die Halbzeit, eine spannende Partie zweier Aufsteiger, die bislang auch noch keinen klaren Sieger herauskristallisiert hatte. Im zweiten Durchgang wollte Union das erstmal ändern. Ingwadsen zu Andersson, der leitet weiter auf Polter, eine schöne Körpertäuschung und Zingerle ist überwunden zum zweiten Mal. 56. Minute, der verdiente Führungstreffer für Eisern Union. Davon konnten sich die Paderborner nicht gerade schnell erholen. Andersson, Gentner steckt durch. Andersson scheitert an Zingerle. Vasiliades kann es nicht gut klären. Da ist Markus Ingvardsen. Schöne Abnahme. 3:1, 67. Minute. Der Schlusspunkt in einer tollen Samstagnachmittagspartie. Paderborn zeigte wieder einiges. Heute konnten sie sich nicht belohnen. Verlieren so am Ende auch verdient mit 1:3 gegen den 1. FC Union Berlin. Die Lage beim 1. FC Köln wird immer ungemütlicher. Mittlerweile ist man auf dem letzten Tabellenplatz angelangt. Unter Markus Gisdol konnte man noch nicht einmal gewinnen. Gegen Bayer Leverkusen wurde das nicht einfacher, doch die Geißböcke hatten hier die bessere Anfangsphase. Drexler mit der Flanke und Terodde scheitert an Radetzky. Das hätte hier der Führungstreffer sein können, vielleicht sogar sein müssen. Im Gegenzug Leverkusen kaltschnäuziger Bellerabi unten rechts rein. So schnell kann es dann gehen. Viele gute Chancen hatte Leverkusen nicht. Das war die beste. Sie nutzten sie. Weiter Schlag von hinten. Drexler kommt dran. Sieht in der Mitte eigentlich Terodde. Der Ball rutscht aber zu Isibue durch. Der rechte Verteidiger bleibt eiskalt. Heute als Rechtsaußen aufgeboten. Schmitz wieder rechts hinten drin. 1:1 zum Pausenpfiff ging auch in Ordnung. Köln spielte richtig gut mit Leverkusen. Aber mit gefährlichen Nadelstichen. Bailey mit der Flanke. Da ist Julian Baumgartlinger. 64. Minute. Der 1. FC Köln stand wieder vor dem Nichts. Doch in der Schlussphase mobilisierten sie nochmal alles. Córdoba, fantastischer Ball auf Terodde, perfekt getimt. Und super Abschluss. Das verdiente 2:2 bringt zwar nicht die Menge an Punkten, die man sich erhofft hatte, aber es war moralisch ein guter Auftritt. Und darauf kann man sicherlich aufbauen beim 1. FC Köln. Leverkusen hingegen enttäuscht ein wenig bei diesem 2:2. Mainz musste zuletzt gegen Augsburg die erste Niederlage unter Bayer Lorzer hinnehmen. Nun kam der BVB in die Opel Arena. Leichter wurde das Unterfangen also auf keinen Fall. Der BVB spielte von Beginn an selbstbewusst nach vorne und hatte dann auch die ersten Chancen. Brand zu Reus. Robin Zentner, der sich hier beweisen muss.
keine Viertelstunde gespielt. Richtig dicke Chance zum Führungstreffer. Etwas zu unplatziert. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel wollte der BVB seine Überlegenheit dann auch in Tore ummünzen. Julian Brandt steckt zu. Thorgan Hazard. Und der Belgier bleibt eiskalt. In der 36. Minute das überfällige 1:0 für die Gäste. Mainz hatte bis dahin kaum etwas aufs Feld bringen können. 0:1 damit noch schmeichelhaft für die Gastgeber. Der zweite Durchgang brauchte dann, um anzulaufen. Schwarz-Gelb hatte aber lange Zeit alles in der Hand. Dahoud zu Reus. 2:0, 77. Minute. Die Vorentscheidung in dieser Samstagnachmittagspartie. Stark gemacht von Reus. Leicester Zentner gar keine Chance mehr. Sie spielten sich wie gegen Düsseldorf nun in einen Rausch. Hatten einige dicke Möglichkeiten nach dem 2:0. Eine davon hier nochmal beispielhaft aufgearbeitet. Julian Brandt zu Dahoud. Viel fehlte da nicht. Der noch lange Zeit glücklos wirkende Dahoud beim BVB. Jetzt hätte er sich mal fast befreien können. Doch Mainz kam kurz vor Schluss nochmal zurück in diese Partie. Robin Quaison mit dem 1:2 in der 88. Minute. Der Schwede sticht zu. Sorgt am Ende aber nur noch für Ergebniskosmetik. Der BVB bringt es verdient über die Zeit. Hätte sich am Ende sogar fast noch mehr um den eigenen Lohn gebracht. Aber alles klar hier mit diesem 2:1. Bei Hertha läuft es nach wie vor nicht gut. 2 Spiele jetzt auch unter Klinsmann. 1 Punkt steht da gegen Dortmund und Frankfurt. Nicht das Einfachste, aber gegen Freiburg wurde es auch nicht leichter. Lukas Höhler in der 13. Minute mit dem 1:0. So darf es nicht losgehen. Hier in Berlin bereits das 3. Gegentor, das Jürgen Klinsmann im Olympiastadion hinnehmen muss. Es wurde nicht besser im 1. Durchgang. Freiburg spielte befreit auf als Spitzenteam. Kein Abseits. Petersen überragend bedient. Und in der 45. Minute stand es 0:2. Kraft steht etwas unglücklich, ist davon seinen Vordermännern aber auch mehr oder weniger alleine gelassen. Hertha gelobte im 2. Abschnitt nun aber Besserung. Luke Bacchio mit dem Kopf, 54. Minute, geht knapp vorbei, sonst aber wohl auch relativ leichtes Futter für Marc Flecken gewesen. Knappe Stunde von der Uhr, Freiburg jetzt auf weniger Angriffssituationen fokussiert, aber nicht weniger eiskalt. 59. Minute, Nils Petersen mit dem 3:0. Jetzt war die Messe hier gelesen. Es gab zumindest aber per Strafstoß noch die Chance für den Ehrentreffer. Davy Selke schießt den Ball an die Latte. Wie kann man so einen Elfmeter schießen in dieser Situation? Lupft den ans Aluminium. Hat aber Glück, dass Dodi Luke Bacchio seinen Fauxpas noch ausbadet. Selke selber darf aus regeltechnischen Gründen nicht hingehen. Trotzdem verliert Hertha mit 1:3. Das war über 90 Minuten gesehen wieder ein extrem schwacher Auftritt. Beim SV Werder Bremen sind aller spätestens jetzt die Alarmglocken geläutet. Zu Hause 0:1 gegen den SC Paderborn verloren. Das darf nicht wahr sein. Jetzt zu Gast beim FC Bayern München, der aber auch wieder etwas gut zu machen hat. Die erste Chance hatte der FCB. Das erste Tor gehörte ebenfalls dem Rekordmeister. 11. Spielminute, Leon Goretzka von Lewandowski eingeleitet. Thiago steckt rüber. Gute Aktion. Der SV Werder Bremen hier in der Anfangsphase überfordert und überhaupt nicht drin. Lewandowski 2:0 nach 19 Minuten. Und es deutete sich ein rabenschwarzer Tag an bei den Werderanern. Überlegt gemacht von Lewandowski, der endlich wieder trifft nach einer kleinen Torlosserie. Das 2:0 bedeutete auch den Pausenstand. Der 2. Durchgang wurde von beiden Teams anders angegangen. Der FCB war lockerer, der SVW bemühte sich etwas mehr.
Wir sind schon in der Vorschlussphase. Gebre Selassie mit der Hacke zu Eggestein. Pavard passt aber auf. Da wird es doch spielerisch gelöst. Das Debakel konnte abgewendet werden. In der 75. gab es nochmal die Chance. Rashica, kein schlechter Freistoßversuch. Doch Neuer sieht, dass der nicht den Weg ins Tor findet. Die 90 Minuten zeigen, woran es dem SVW mangelt. Nämlich fast an allem. Der FC Bayern München gewinnt mal wieder zu 0. Das ist sicherlich gut fürs Selbstvertrauen. Topspiel am Samstagabend zwischen Düsseldorf und RB Leipzig. Fortuna ging beim BVB unter. Jetzt kam RBL nicht gerade wie gerufen. Keine leicht zu bespielende Mannschaft. Da können fast alle Mannschaften aus der Liga ein Liedchen von singen. Aber Düsseldorf machte es gut. Hielt RB lange vom eigenen Kasten fern. Man ließ kaum Ballverluste zu in gefährlichen Stationen. Jetzt mal Konrad Leimer. Der Schuss aber von Gieselmann abgefälscht. Wirklich gefährlich wurde es hier eigentlich kaum. Der anschließende Eckschuss, auch noch ein kleines Highlight des ersten Durchgangs. Viel mehr war aber nicht drin. Forsberg tritt hin auf den Elfmeterpunkt. Baker in den Rückraum geklärt. Patrick Schick, Ilsanka. Doch für Zach Steffen ist das überhaupt kein Problem. Ist ein starker Rückhalt. Beim 5:0 gegen den BVB konnte er einem fast leid tun. Zweiter Durchgang. Wenn, dann waren es mal Standardsituationen. Forsberg zu Upamecano. Immerhin mal ein Kopfball wieder in Richtung des Gehäuses. Aber Nagelsmann und seinem Mann kamen nicht an gegen die Betonmauer aus Düsseldorf. Nochmal ein Eckball. Klostermann. Das ist alles nicht schlecht, aber eben auch nicht überzeugend. Spielerisch war es auch mau. Fortuna Düsseldorf wollte hier nur das 0:0. Tat kaum etwas fürs Spiel. RB Leipzig biss sich die Zähne aus. Halstenberg zu Konrad Leimer. In den entscheidenden Momenten ist es dann zu eng. Werner mit der Flanke. Demme nochmal mit dem Kopf, aber ebenfalls vorbei. Und so ging es dann zu Ende. Düsseldorf ohne eine nennenswerte Torchance erkämpft sich hier den Punkt gegen Leipzig, die aber auch spielerisch nicht so gut drauf waren und somit den Dreier auch nicht verdient gehabt hätten. Das 0:0 am Samstagabend geht damit absolut in Ordnung. Beim VfL Wolfsburg läuft es aktuell gar nicht mehr rund, ganz im Gegensatz zum Gast aus Mönchengladbach. Der Tabellenführer hier zu Gast am Sonntag in der Volkswagen Arena. Wolfsburg spielte wirklich fahrlässig. Hier zu Beginn hätte schon früh in Rückstand geraten müssen. Markus Thüram in der dritten Minute mit dem ersten Ausrufezeichen. Kunkas Thiels kann das Ding parieren. Es folgten noch viele gute Möglichkeiten alleine in den ersten 10 Minuten. Sie drückten Wolfsburg tief hinten rein. Kein Zugriff für die Glasner Elf. In der Mitte ist dann plötzlich Kramer völlig frei. 11. Minute, 1:0, hochverdiente Führung. Kramer, der von der Gelbsperre Zacharias profitiert, sticht hier zu und belohnt sich. Wolfsburg kurz vor dem Pausenpfiff. Dann endlich mal nach vorne. Und dann direkt so. Admi Memedi, 39. Minute. Das war wirklich ein schwacher Auftritt des VfL Wolfsburg. Aber sie stachen zu. Jetzt kurz beflügelt von dieser Erfolgsphase. William mit der Flanke und das Wout Weghorst. Die Partie war gedreht und keiner wusste, wie das funktionieren konnte. Borussia Mönchengladbach über 35, 40 Minuten klar dominant. Und jetzt lagen sie zur Pause mit 2:1 zurück. Es war natürlich noch nichts verloren, aber damit muss man moralisch auch erstmal umgehen. Die Wölfe nutzten diese kleine Unruhephase des
Gastes Giavugi in der 54. Minute, fast mit dem 3:1. Wäre natürlich absolut zu viel des Guten gewesen. Doch in der Schlussphase rappelte sich BMG nochmal auf. Stindl mit der Flanke und das brillt Donald Embolo und schlägt zu. 78. Der Ausgleich. Über die komplette Spielzeit gesehen, absolut verdient. Im zweiten Durchgang etwas glücklich. Sie wollten mehr. Hofmann im Strafraum. Legt zurück. Thüram. Da wurde die Partie dann fast nochmal auf den Kopf gestellt. Am Ende bleibt es beim 2:2. Eine tolle Partie, torreich, in der Gladbach etwas besser war, aber zu fahrlässig mit den Chancen, insbesondere in der Anfangsphase, umging. So müssen sie sich hier mit diesem Punkt beim VfL Wolfsburg begnügen. Zum Abschluss des 15. Spieltags empfängt der FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt in der heimischen Veltins Arena. Frankfurt spielte hier besser auf. Kamada treibt den Ball nach vorne, hat die Übersicht. Da ist André Silva und Nübel packt eine überragende Parade aus. 9 Spielminuten waren hier von der Uhr. Der Führungstreffer für die Gäste hätte hier fallen können. Adi Hütter und Co. verzweifeln an Nübel. Königsblau brauchte, um reinzukommen, dann wurden sie aber besser. Benito Rahman geht an mit dem Ball. Ocipka Rahman wieder zu Suat Serdar. Suat Serdar trifft aber nur das Außennetz. Der Kasten von Renault bleibt erstmal von dem Gegentreffer verschont. Schalke wurde jetzt aber deutlich besser. Frankfurt zog sich zu weit aus dem Spiel zurück, hatte kaum noch gute Angriffssituation. Harit mit der Übersicht zu Guido Burgstaller. Und der Österreicher, der Zentner an Last auf den Schultern trägt, schlägt zu. 1:0 nach 45 Minuten. Der FC Schalke hatte sich das mittlerweile auch so verdient. Frankfurt weiterhin fehleranfällig. Mascarell, Rahman, ein gutes Zusammenspiel. Rahman setzt sich stark durch. Suat Serdar, jetzt ist er da. Jetzt ist er erfolgreich. 63. Minute, das 2:0 für den FC Schalke 04. Kein Abseits. Wird unten aufgehoben. Frankfurt aber dreht dann wieder auf. Paciencia nochmal raus zu Gibril So. Zu Paciencia, Anschlusstreffer, eine Viertelstunde vor dem Ende. Die Hoffnung war zurückgekehrt bei der Eintracht. Und sie drückten auf den Ausgleich. Konnte Schalke das jetzt über die Zeit bringen? Danny da Costa, das geht zu einfach. Bringt die Flanke, da ist die Chance, aber Jonjo Kenny passt auf. Nübel pariert und hält das 2:1 fest. Doch die Schlussphase war noch nicht überstanden. Nochmal Frankfurt. 2 Minuten nur obendrauf. Das hat Hütter nicht gefallen. Aber das hier, das hat Hütter gefallen. 2. Minute der Nachspielzeit. Doppelpack. Paciencia. Mit Willen und Leidenschaft kann es Frankfurt am Ende doch noch bewerkstelligen, wieder mal nach 2:0 Rückstand den Punkt mitzunehmen. Richtig zufrieden werden aber wohl beide Teams nicht sein. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Jetzt steht ja auch dann die englische Woche an. Da kommt am Montag die Prognose. Lasst auf jeden Fall, ach nee, habe ich schon gesagt, danke fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal und adios.